Unter dem Update-Video der FLAC 38 haben sich einige von euch ein How-to-Build zu dem Modell gewünscht und das sind die Teile, die wir für das Modell brauchen werden. Den Anfang machen wir mit dem Standbein, auf welches dann später das komplette Geschütz draufgestellt wird. Im Endeffekt sollte es dann circa so aussehen. Als nächstes machen wir den Sitz. Für das Hauptgeschütz brauchen wir solche zwei Teile hier und das kriegen wir ganz einfach, indem wir so ein Lego-Technik-Teil in der Mitte zerschneiden. Und nun zum Geschütz. Dieses setzen wir auch ganz einfach zusammen, wie in der Anleitung gezeigt. Nun kommen wir zur linken Seite der Geschützhalterung. Diese setzt sich auch recht einfach zusammen. Jetzt die rechte Seite der Geschützhalterung. Diese ist etwas schwerer und fordert etwas mehr Fingerspitzengefühl. Nun kommen wir zur linken Seite der Geschützpanzerung. Nun die rechte Seite der Geschützpanzerung. Als letztes machen wir die Grundplatte, welche nur aus drei Teilen besteht. Am Ende sollten circa alle separaten Teile so vor euch liegen. Der Zusammenbau ist recht einfach und logisch. Um das Geschütz mit dem Standbein verbinden zu können, brauchen wir so ein Teil. Und das kriegen wir ebenfalls durch Bearbeiten eines Lego-Technik-Teils. Wir schneiden es einfach mit dem Messer durch und das ist auch sehr einfach. Und diese kleine Stange benutzen wir als Verbindungsstück zwischen dem Hauptgeschütz und dem Standbein. Und für weitere Informationen zum neuen Mock könnt ihr mir auf Insta folgen, denn dort werde ich auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen hochladen. Also schaut rein und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen und hören uns natürlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.